In den folgenden Minuten geht es um die dritte Generation der Roten Armee-Fraktion und damit auch um das Ende der Roten Armee-Fraktion. Ausgangspunkt für die dritte Generation war die Inhaftierung der zweiten RAF-Generation 1982 und das Ende der dritten Generation, aber auch der RAF an sich, war deren Selbstauflösungserklärung 1998. An dieser Stelle soll erwähnt werden, dass über die dritte Generation hinsichtlich Mitglieder, Strukturen und ähnliches relativ wenig bekannt ist. Man kann lediglich mit Sicherheit sagen, dass Wolfgang Grams und Birgit Hogefeld Kernfiguren innerhalb der RAF waren. Hintergrund, wie erwähnt, war, dass Anfang der 80er Jahre die Mehrzahl der RAF-Terroristen in deutschen Gefängnissen saßen. Gleichzeitig befand sich die Rote Armee-Fraktion in einer Art Identitäts-Zielfindungskrise. Es fehlte die ideologische Ausrichtung. Und die RAF fand so gut wie keine Unterstützung mehr in der deutschen Bevölkerung. Das Gros der Bevölkerung hat die RAF ohnehin strikt abgelehnt, aber es hatte sich jetzt auch die extremere linke Szene fast vollständig vom RAF-Terrorismus abgewandt. Nun, wie nun schon erwähnt, 1982 wurden Monaut und Klar, die beiden Führungspersonen der RAF, verhaftet und 1984 konnten 6 weitere Terroristen dingfest gemacht werden. Die Behörden gingen nun davon aus, die RAF müsste eigentlich vor dem inneren Zerfall stehen. Dies war aber eine Fehleinschätzung. Wie eingangs erwähnt, es ist durchaus wenig bekannt über Strukturen, Mitglieder und ähnliches, aber trotzdem, es kam zu Terroranschlägen und so wurde 1985 der MTU-Geschäftsführer Zimmermann ermordet und im gleichen Jahr fand ein Anschlag auf eine US Airbase statt. Ein Siemens-Manager und sein Fahrer wurden 1986 ermordet und im gleichen Jahr fiel Gero von Braunmühl dem Terror zum Opfer. 1989 ermordete die RAF Alfred Herrhausen und dann kam es 1990 zur Auflösung, zum Niedergang der RAF. Als erstes konnten mit der Grenzöffnung die Anfang der 80er Jahre in der DDR untergetauchten RAF-Aussteiger enttarnt werden. Es gelang dennoch noch ein spektakulärer Mord mit der Erschießung auf Distanz von Carsten Rohwedder, dem Chef der Treuhand. Jedoch im folgenden Jahr erklärte die RAF, die Eskalation gegenüber Personen zurückzunehmen und 1993 konnten dann Grams und Hogefeld, die beiden Kernpersonen der dritten Generation, dingfest gemacht werden. Hogefeld wurde verhaftet und Grams wurde bei dem GSG 9 Ansatz erschossen. Erwähnt werden sollte, dass auch der GSG 9 Beamte Nef Zeller bei diesem Einsatz ums Leben kam. 1998 dann erklärt die RAF die Selbstauflösung und damit ist der linksextreme Terror in Deutschland beendet. Das ist nun noch 98 eine wesentliche Folge. Nach über 25 Jahren des organisierten Linksterrorismus ist dieser vorbei. Damit konnte sich die deutsche Gesellschaft, der deutsche Staat behaupten und Deutschland konnte seine Identität wahren, ohne dem linken Terrorismus nachzugeben. Es muss aber erwähnt werden, dass es bis heute nur eine geringe oder gar keine Kooperationsbereitschaft der inhaftierten Terroristen bei der Aufklärung der Anschläge und auch bei der Aufklärung der RAF gibt. Und das heißt natürlich, persönliche Verantwortlichkeiten, externe Einflüsse, Strukturen und ähnliches können nicht vollständig dargelegt werden und verstanden werden. Insbesondere gilt dies für die dritte Generation der RAF. Und diese ganzen historischen Schlussfolgerungen oder Folgerungen, Konsequenzen können natürlich nicht dem persönlichen Leid der Opfer und der Angehörigen der Opfer entsprechen. Und dementsprechend soll an abschließender Stelle hier
den Opfern des Terrors der Roten Armee-Fraktion Respekt gezollt werden.